Hallo zusammen. So, es ist wieder mal ein DM-Haul fällig und ich bin meinem Vorsatz, eigentlich keine Lidschattenpalette zu kaufen, etwas untreu geworden. Aber ich kam nicht umhin, ich musste sie mitnehmen. Und zwar im Regal bei Essence gab es schon so ein paar Frühjahrsneuigkeiten. Unter anderem zwei neue Paletten und ich habe mich für eine entschieden. Diese Salut Paris. Die ist so schön und ich habe mich auch damit schon geschminkt. Heute. Und zwar, die kostet 6,95 Euro. Ich habe sie geswatcht und sie hatte eine tolle Qualität. Schaut mal mit dem Spiegel. Und das sind die Farben. Sehr schöne Farben. Ich habe mich geschminkt heute mit dieser Farbe. Das ist so ein Taubton. Und auf den Augenlidern, also als Topping, also in die Lidfalte habe ich diesen grauen Ton gegeben und oben drüber auf das gesamte Lid diesen, ja, das ist so ein pinker Ton, so ein bisschen leicht glänzend, sieht man ja, ne? Also bei 6,95 Pappe, hat doch so ein, schließt auch ganz toll. Dachte ich mir, nee. Ich frage mich mal, wie die das machen, warum denn andere Paletten, weiß ich nicht, das Zehnfache kosten, ja? Wahrscheinlich ist es die Masse. Essence setzt ja sehr viel um. Das Geschäft wird mit der Masse gemacht. Also eine sehr schöne, entschuldigt bitte, eine sehr schöne Farbpalette. Und außerdem war neu ein You Better Work. Das ist eine Mascara. Ich habe im Nachhinein gesehen, dass die wasserfest ist. Also gedacht für Frauen, die sehr aktiv sind. Also im Gym wohl getestet auch. Und so Freizeitaktivitäten, wo man vielleicht schwitzt. Ich fand das Bürstchen nur so interessant und deshalb habe ich sie mitgenommen und habe gar nicht weiter geschaut, dass die wasserfest ist. Aber es ist ein leicht gebogenes Bürstchen, die kostet auch nicht die Welt. Das kostet, weiß ich nicht, 2 Euro, 1,95 oder 2,95. Ich bin gespannt. Die habe ich jetzt noch nicht getestet. So, und was ich auf den Nägeln habe und auf dem Mund habe. Einmal ein Nagellack, 1,55. Das ist dieser, entweder ist es Frosty Candy oder Candy Heart. Also ich schreibe die Nummer nochmal auf. Eine sehr schöne Verpackung auch. Der lässt sich wunderbar auftragen. Also ich habe ihn zweimal drauf, aber einmal langt auch. Und dieser Lippenstift. Also ich habe ungefähr 10 Euro dafür ausgegeben für alles. Ne? Das ist nicht viel, ein bisschen mehr durch die Mascara. Sagen wir mal 12 Euro. Und da kam ich mir dann doch nicht ganz so schlecht vor. Und da ich euch ja immer wieder mal was Neues zeigen möchte. Und bei Salut Paris, also ich muss, im Frühjahr muss man immer irgendwie an Paris denken. Also ich war sehr oft im Frühjahr in Paris und dachte ich mir, nee, die Farben sind so wunderschön. Das nimmst du jetzt mal mit und zeigst es deinen Ladies. Vielleicht kennen sie das ja schon oder finden die auch toll. Ansonsten bleibe ich natürlich meinem Motto treu. Dann musste wieder mit der Rosy Glow von L'Oreal. Das ist dieses Highlighter Rouge. In Cremeform habe ich auch aufgegeben heute. Das hält 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. Das ist ein Rouge mit einem Highlighter. Ich gebe das nochmal so auf. Kann man das sehen? Kann man sehr schön mit dem Finger verteilen. Habe ich auch schon 100.000 Mal angepriesen, wie Sauerbier. Und ach, wisst ihr was? Ich kann euch die Preise genau sagen. Ich habe ja den Kassenbon noch hier. Also die Palette kostet 6,95 €, die Mascara kostet 2,95 € und 2,25 € der Lippenstift und 1,55 € bei der Nagellack. So, Preise haben wir jetzt genannt, aber ich habe mir noch einen anderen Nagellack gekauft, in so einem Dunkelgrau von Essie. Den fand ich auch sehr schön, den habe ich noch nicht probiert. Aber so dunkle Nägel finde ich auch ganz toll. Aber man sollte immer beim dunklen Nagellack einen Unterlack drunter geben, sonst verfärbt das so auf dem Nagel. So, 2 neue Nagellacke haben Einzug gehalten. Und außerdem zur Nagelpflege. Der ist jetzt von Alverde. Das ist so ein Pflegestift, so ein Nagelhautpflegestift. Das heißt, mit der einen Seite könnt ihr das schön zurückziehen, die Nagelhaut. Zurückziehen, das ist mit so einem pflegenden Öl. Und die andere Seite... Hier, nee, ist nicht zum Aufmachen, die ist zum Schieben gedacht hier, dass man das zurückschieben kann. Habe ich auch schon probiert, ist prima. Weiterhin fürs Gesicht, das sind diese Blotting Paper, diese, ja, um das Make-up ein bisschen, wenn man fertig ist, wenn man so einen leichten Fettfilm noch hat,
nicht zu fixieren, aber um es matter zu machen. Die kann man immer in der Handtasche haben. Diese Tücher gibt es, ich glaube, ja, von Essence sind die auch. So. Weiterhin brauchte ich Zahnseide, ist auch immer ganz wichtig. Zahnseide, ich nehme eigentlich immer nur die von Oral-B. Ich hatte auch schon eine andere, die war nicht so besonders. Also man hat ja so seine festen Produkte oft, ne? Und Zahnseide zu benutzen ist besonders wichtig, sollte man immer machen nach dem Zähneputzen. Also nicht nur, also Zahnseide und dieses Bürstchen auch. Kann ich nur empfehlen, die Zwischenräume, weil es kriegt ihr auch mit der elektrischen Zahnbürste oft nicht weg. Gerade wenn wir viel Körner essen und so, ne? Oder so Shiasa. Gut. Dann, es gibt doch Alnatura-Produkte beim DM, habe ich dieses Schoko-Nuss-Kokos-Mousse entdeckt. Das ist sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Das war es auch schon mit Esswaren. Und jetzt für die Haare. Ich nehme dieses von L'Oreal, dieses Oil Magique, und habe mir dazu jetzt mal die passende Maske gekauft. Ja, eine pflegende Maske. Die riecht ganz schön nach Kokos. Ich werde sehen. Man muss nur aufpassen bei diesen, doch sehr, die sagen zwar mal leicht, aber irgendwie macht es die Haare doch ein bisschen schwer und ein bisschen fetrig und weich auf jeden Fall. Also immer nur in die Haarlängen und in die Haarspitzen gehen. Und jetzt dachte ich mir im Frühjahr, also für mich ist jetzt schon Frühjahr, ist natürlich noch nicht Frühjahr, aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn es draußen, also wenn die Temperaturen steigen, dann steigt doch irgendwie unsere Laune und die Lust auf Frühling und auch die Lust auf Feuchtigkeit. Und da habe ich den ganzen Winter über dieses ölhaltige Shampoo benutzt von L'Oreal. Jetzt bin ich wieder mal auf Garnier umgestiegen. Ihr kennt ja alle diese Hydra Bomb, diese Feuchtigkeitsmasken, und die haben natürlich auch Hydra Bomb Aloe Pflegeshampoo. Pflegeshampoo und Kur, also Spülung ist es. Nee, keine Kur, ist eine Spülung. So, ich bin gespannt, wie diese beiden Produkte sind. Die riechen sehr, sehr angenehm, sehr, sehr frisch. Das ist bei mir ganz wichtig, dass Produkte gut riechen. Ihr wisst, das geht alles über das limbische System, und wenn das irgendwie so merkwürdig riecht, es gibt Shampoos, die kann ich nicht, weil man hat das ja im Haar und dann riecht man das den ganzen Tag, ne? Diesen Duft. So, was haben wir noch für den Haushalt? Tücher. Ich habe mir die neuen gekauft. Da habe ich einen ganz schönen Verbrauch, diese Allzwecktücher. Granatapfel. Und jetzt habe ich mir mal Bodentücher gekauft, weil mittlerweile viele Leute in meiner Wohnung rumlaufen, ob das ein Handwerker ist oder Leute, die sich was abholen, weil ihr wisst ja, meine Lebensumstellung. Und das sind jetzt feuchte Bodentücher, Mikrofaser. Die sind, habe ich gehört, sind nicht schlecht. Also ich habe das auch bei einer anderen YouTuberin gesehen. Ich bin mal gespannt, weil ich keinen Bock habe, immer diesen Eimer und das ganze Putzzeug rauszuholen. Und die Leute laufen ja mit den Schuhen da durch. Und da sind solche Wischtücher, dachte ich mir mal, in meinem jugendlichen Leichtsinn, nicht schlecht, vielleicht nicht schlecht. Ich werde sehen. So, das war mein Tipp von einer anderen YouTuberin. Ihr Lieben, das war mein kleiner Mini-Haul. Ich gehe jetzt nicht nur einmal im Monat zum DM, also mit der Kosmetik. Ich dachte mir, da kannst du jetzt nichts falsch machen mit so einer Palette. Aber ich muss die euch nochmal zeigen. Ich finde die so hübsch. Also das Outfit, also die Verpackung. Ach, ist das schön. Und diese Farben. Gut. Und selbst wenn ich jetzt nicht alle Farben benutze, ist es auch so preiswert. Für einen Monolidschatten gibt man ja auch so ein paar Euro aus, ne? Aber diese Farben werde ich, also diese werde ich auf jeden Fall, wartet mal, sieht man das hier? Also diese beiden werde ich auf jeden Fall benutzen und die drei hier auch. Bei den vieren weiß ich noch nicht so genau. Also da weiß ich genau, das ist nichts für mich, obwohl das ja trendy ist, aber diese bordeauxroten Augen, das geht bei mir gar nicht. Aber immerhin benutze ich 5 Farben. Von 2, 4, 5, von 9. Ist auch nicht schlecht, immerhin. 5 Farben von 9. So. Ihr Lieben, es ist Samstag. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao. Kleiner Zusatz, ich habe noch was vergessen. Und zwar das hier. Haargummis, Invisible oder wie die heißen. Also diese Haargummis ohne Metallstück. Da gibt es verschiedene Größen, aber die leiern ja aus. Ich mag nicht immer diese ganz großen Sätze. Man hat richtig dicke, schwere Haare, aber bei meinem feinen Haar reichen diese kleinen aus. In modischen Farben, also 4 Stück von Ebelin, glaube ich 2,25, also in diesen modischen Frühlingsfarben. Sehr schonend zum Haar, nicht wie diese anderen mit diesem Metallstück, ne? Obwohl es da sehr hübsche gibt, aber diese Metallstücken, gerade wenn man feines Haar hat, dann verfranzelt sich das Haar da drin, uiuiui, und dann bricht das ab. Und dieses Teil, das ist so eine Banane, hatte ich früher schon mal als Jugendliche.
Das ist allerdings nicht Horn, auch von Ebelin. Da kann man sich diesen Zopf mitmachen. Da ist ganz schön viel Spannung drauf. Na gut, dann hält es wenigstens. Also diese Stückchen kamen auch noch mit. Also ist kein Herz, ne? Braucht man ja alles irgendwie, um die Haare zusammen zu machen, wenn man sich schminkt oder abschminkt. Ich finde die sehr schön, die haben mir wirklich gefallen. Gibt auch noch silbrige und goldige. Nun denn, weil, ne, wie gesagt, die leiern ja aus und die kann man sich, einmal im Jahr kann man sich neue kaufen. Ist jetzt nicht, die Originale kosten wohl um die 5 Euro, 4,95 glaube ich, bei Douglas. Das sind eben Fakes, aber die machen es auch. Gut, ihr Lieben. Sorry, ne, habe ich vergessen, die lagen noch hier rum, eben beim Aufräumen, dachte ich mir, wow, du hast ja gar nicht die Haargummis gezeigt. Also hänge ich das einfach an das Video mit dran. Tschüss.